Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ganz was anderes. Es wird witzig, es wird nicht hochwertig, es wird aber technisch interessant, weil, ja, was soll ich sagen, ich greife meinem Kameramann Tim heute mal unter die Arme. Und zwar, er hat sich gerade ein neues Auto gekauft. Weil, wie viele Kilometer hast du bis zur Alus immer? 50, 60 jeden Tag? Ja, 50. 50, hat ungefähr eine Woche gehalten und dann hat das besagte Stück hinter uns leider versagt. Das heißt, A2 Zahnring gerissen. Und wir wollen heute mal gucken, für wie viel Euro kriegen wir diesen Opel wieder instand gesetzt. Das heißt, wir werden nicht einfach den Teilekatalog aufmachen und einmal alles neu bestellen. Nein, wir fahren zu Florian in der Werkstatt, das ist nämlich genau der richtige Mann für sowas. Wir werden das Ganze zerlegen und werden wirklich nur das neu machen, was notwendig ist, dass das Auto danach wieder fährt. Das heißt, natürlich den Zahnriemen, wahrscheinlich noch ein paar Ventile, wenn wir sie nicht gerade gebogen kriegen. Wenn das geht, machen wir es. Und einfach gucken, was noch im Arsch ist. Ne? Mein Ziel ist es, dieses Auto für unter 100 Euro wieder gangbar zu kriegen, dass es wieder ein Auto ist, mit meinem fahren kann. Tim ist jetzt nämlich, glaube ich, 2 Wochen Bahn gefahren. Ja, ein bisschen mehr. Nicht so geil. Bitte beachten Sie, S1 nach Dortmund, Abfahrt 13:04 wird 1000 Minuten später abfahren. Wir bitten um Entschuldigung. Deswegen muss das Ding wieder laufen. So, guckt es euch an, diese Praline. Brutal. Opel Vectra. Flo, wir müssen Probefahrt machen hier, ne? Ja, also ich wollte gerade mal durchdrehen, aber dann habe ich gesehen, der Riemen liegt schon im Beifahrerfußraum. Jawohl. Kurz zum Opel. Opel Vectra. Wie viel gelaufen? 2,38 jetzt, glaube ich. Aber war immerhin so einigermaßen zweite, dritte Hand oder irgendwie so 12. Hand und eigentlich 400 gelaufen? Dritte Hand, vom Bekannten gekauft. So, da hat man ein Vollstock-Auto und der geht kaputt. Ja, das ist das erste Mal, dass ich ein Auto vernünftig Serie fahre hier. Weil merkwürdig, ne? Sonst sieht er echt noch gut aus. Ja, deswegen hatte ich auch bei dem Ding halt echt am wenigsten Bedenken. Nicht, dass doch irgendwas anderes im Arsch gegangen ist, weißt du? Hast du danach aber nochmal gedreht? Geht. Also dreht durch, wie wenn keine Kompression. Das ist schon mal gut, weil nicht, dass er irgendwie fest ist oder so, ne? Nee. Der ist bei 140 Tempomat. Oder keine Kurbelwelle mehr. Wobei, ich finde aber schon, dass es ein bisschen ölig aussieht, oder nicht? Ja, aber... Ja, weiß ich gar nicht, woran das liegt bei dem Auto. Aber Planer ist genau dein Ding, maximal wenig heile machen. Also falsch, was heißt heile machen? Wir wollen in diesem Video zeigen, das hat nichts mit heile machen zu tun, sondern maximal wenig erneuern, weil viele Sachen einfach schon noch heile sind und gar nicht neu gemacht werden müssen. Genau. Thema Kopfschrauben zum Beispiel, Thema Kopfdichtung. Wenn da jetzt natürlich eine organische Dichtung drauf ist, die auseinanderfällt, müssen wir die natürlich neu machen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher, wenn sie jetzt gerade dicht ist und sich das alles aufeinander angepasst hat, wenn man da ein bisschen Dichtmasse drauf macht, ob das nicht wieder geht. Das meine ich wieder dicht werden. Also Ziel ist es auf jeden Fall, für 100 Euro läuft das Ding wieder, damit Tim zur Arbeit fahren kann. Ich würde sagen, als allererstes schleppen wir jetzt zu dir zur Werkstatt. Ja, dann mal rüber, runter und einfach mal gucken, was auf jeden Fall schon mal im Arsch ist. Alles klar. Ich fasse es nicht. Alter, sogar die Öse am Start hier. Total. Hast du den Haken, ne? Doch. Alter, mega. Das sind schon mal 5 PS hier, ne? Der Stage 6 Aufkleber. Was hat das Ding gekostet? 6,50. 6,50? Das Witzige an der Sache ist, seit Tagen freut sich Flo darauf, dieses Auto heile zu machen, weil sowas ist genau sein Ding. Für minimale Kosten ein Auto wieder gangbar machen, maximales Überraschungspaket, da hat er einfach Bock drauf. Also der ist motiviert. Ich sag, das dauert keine Stunde, dann ist da alles runter. Meinst du echt, das Seil tut's noch? Ja, ja. Sicher? Nee, nein, nein, das ist schon seit 10 Jahren so. Das ist ja nur Schutz, dass es hochgeht. Die Spannung ist ja drauf. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich mit diesem Seil Limo schon von der Autobahn gezogen habe. Gar nicht in den letzten 3 Jahren. Wir fahren Landstraße oder was? Ja. Ne? Ja. Okay, wir fahren erstmal los jetzt. Ich reiß die ganze Vectra hier auseinander. Noch alles drin oder schon halb abgerissen hier? Nee, geht noch. Wackelt auf jeden Fall wie die wilde Wutz hier. Ja, brutal, Alter. Geht gar nicht. Aber Musik hören kann ich noch. Ah, hier. Es ist doch hier schon wieder Spannung auf dem Seil. Also reißt doch gleich raus hier, ne? Ich denke mal, Tim erlebt hinten gerade die Fahrt seines Lebens. So ging der Vectra, glaube ich, noch nie, ne? Ja, er kriegt es einfach nicht hin, das auf Spannung zu halten. Also gefühlt würde ich sagen, sind auf jeden Fall alle Querlenker, alle Stoßdämpfer und alle 4 Reifen platt. Boah. Alter, das Auto wackelt. Boah. Ja, das ist noch gar nichts. Ey, das Auto wackelt, das ist wirklich brutal. Ja. Aber das ist genau deins, ne? Das ist genau meins, genau. Eigentlich müsste jetzt noch irgendwas rausreißen. Aus der Front? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht schon den Längsträger irgendwie verbogen haben, so ein bisschen. Okay, ich würde sagen, erstmal ab auf die Bühne mal gucken. Komm
kommt mir das nur so vor oder hat der Zustand jetzt von gab es ein bisschen her abgenommen? Ja, also Flo, guck mal, das hier ist doch, es ist Shadowline, ne? Die Tür finde ich viel schlimmer. Ich habe darauf gewartet, dass die Öse rausreißen. Ich auch. Ja, ich sage, gefühlt ist der Träger verbogen. Der Längsträger. Wäre halt nur Schade und Passat sonst, ne? Alter, ich hatte auch so Angst, dass ich zwischendrin da reinbrate. Dann geht da die Bremse wenigstens? Ja, das ging echt ganz gut. Also ich war überrascht. Bremse wenigstens. Was ist denn jetzt die Hülse? Gibt das eigentlich bei dir am Ende noch einen Eintrag ins Checkheft hier? Mit Stempel oder so? Ja, ja, auf jeden Fall. Da kommt nicht nach 180.000 der erste Stempel wieder rein. Aber auf jeden Fall bei dieser Auswahl, was man alles dann ankreuzen muss, brauchst du auf jeden Fall nicht lange Gedanken machen, was wir ankreuzen müssen. Ne? Weil ist ja nichts neu, ne? Ich mache ja heute den Kameramann, damit du am Schrauben bist. Wir wollten dich am Schrauben sehen. Ja, ja. Was machst du? Nicht, dass der Teller gleich im Innenraum steht. Nee, es sieht eigentlich noch relativ gut aus. Ja, für einen Opel auf jeden Fall, würde ich sagen. Das ist der erste Opel, wo es bedingt durch Rost nicht nasse Füße, sondern ölige Füße gibt. Ja, wisst ihr wohl, weil du musstest schon irgendwie Liter auf 1000 reinkippen oder so, mindestens, ne? Wenn das gereicht hat. Ich hab nicht. Ich hab's nicht geguckt, ich habe auf jeden Fall mal bei Kaufland regelmäßig geshoppt. Bei Kaufland regelmäßig geshoppt? Ja, was? Ein Frittenfett? Oder? Ich kipp hier vernünftiges Öl drauf? Nein, also irgendwo ist noch eine Undichtigkeit, die müssen wir natürlich auch beheben. Ja. Deswegen müssen wir auch kein neues Öl machen, weil das ist noch nicht lange drauf. Steht er richtig? Ja, ja, ich, ja. Ich mache auch. Einfach Shadowline Grill hier. Hat er denn irgendwo hier? Guck mal, der ist noch nicht mal ausgefüllt, den können wir lassen. Da können wir einfach nur genau, noch neu eintragen. Ausfüllen. Aber wir müssen das auf jeden Fall durchstreichen, durchstreichen, genau. Durchstreichen. Und nur den Riemen. Den müssen wir nochmal so mit dem Edding umleinen. Und Deck dran, ne? Hochleistungsdünnspul. Ja. Ja, es wird überall rauslaufen, ne? Ja. Ich würde sagen, wir lassen mal einmal ganz hochfahren und müssen einmal von unten gucken. Aber egal wie verschlissen das hier ist, darum geht es heute gar nicht, sondern es geht halt einfach darum, ich glaube, viele würden das Auto einfach hätten im Garbsen am Rastwurf stehen lassen und hätten das nächste gekauft, was aber schade ist, weil ich bin wirklich der Meinung, für 100 € fährt das Ding wieder. Ne? Aber es hat schon einen Grund, warum der nach 4 Wochen noch ganz stand. Ne? Warum noch nichts abgebaut war. Nein, weil ne, es ist ja schon noch ein Auto, ein 16V, und ich glaube halt schon, dass man den schon noch ein paar Kilometer fahren kann. Ja, und der fährt auch echt nicht schlecht eigentlich. Ne? Also was hat das Ding so an Verbrauch gehabt? Boah, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, Alter. Katastrophe. Viel? Ja, brutal. Also 9, 10 rum war er immer. Ach so, ja. Aber also wenn das, das Ding ist nach Essen, war er am sparsamsten. Mhm. Also ein Loch ist schon mal keins drin, ne? Ja, aber hier vorne ist alles voll, ne? Ja. Guck dir mal von hier vorne drauf. Weißt du? Ich kann ja mal nicht. Wollen wir nicht erst ein Bier aufmachen? Wo kommt das her? Ja, das ist hier, weil das Salzwasser gerade draußen. Und ein bisschen 2,5, ne? Das hätte ich eher gesagt, ja. Aber Alter, das ist doch hier wieder die 300er-Lippe, ne? Weißt du, mal hier, also die ist auf jeden Fall platt. Ja. Wie es hier steht. Und das wird einfach... Es kommt auf jeden Fall von oben. Aber es kommt von überall. Nee, es kommt tatsächlich aus der Kopfdichtung. Na, hör auf. Nein, ernsthaft. Muss ich doch eine für 6 € kaufen, ne? Nö, die dichten wir wieder neu ab. Nee, okay, wenn es natürlich aus der Kopfdichtung rauskommt, dann müssen wir hier leider neu machen. Also oberhalb Krümmer sieht es relativ trocken aus und darunter geht's los. Soll ich hier mal von hinten hier so rein? Was geht da so? Nee, da ist der Block trocken, ne? Ja, relativ. Ja, oder? Aber bist du sicher, dass es nicht doch vom Ventildeckel runterläuft? Nee, da drüben oberhalb Krümmer ist es trocken. Also es fängt eigentlich erst wirklich Block und Kopf dazwischen. Okay. Fängt es an. Ja. Ja, ist immer schwer zu sagen, ne? Fragen jetzt gerade so, wie Ölwanne und alles aussieht. Wo kommt das her hier am Achsträger und so? Das ganze Öl? Ja. Ja, doch vom Fahrtwind, ne? Das wird vom Fahrzeug hier alles. Genau, bei 2,40 ist da halt richtig Zucht runter, ne? Ja, aber wenn ihr so viel wie ihr hängt, wird das auch ein bisschen unter den Zahnriemen gelaufen sein. Garantiert. Ja, und dann wird das hier auch gelöst haben, ne? So, es ist jetzt 16.05 Uhr. 17 Uhr ist der Kopf runter. Attacke, los geht's. Alter! Ja, überhaupt noch was kommt. Ja, bis gerade bist du auch mal angeht. So, wollen wir eine Wette machen? Ich sage nicht mehr als 3 Liter. Der am weitesten wegliegen muss ein Döner zahlen. Ich sage. Wie viel ist normal? 2,8. Ich weiß nicht, was die Füllmenge ist. Müssten. Ja, aber wenn ich. Ja, genau, wenn ich die Wanne sehe. 2,8 sind drauf. Ich sag, weil er gerade gemeckert hat, dass Öl leer ist. Ich sag 3 Liter glatt. Nicht mehr. Ich sag, ich hätte jetzt gesagt 3,1, aber wenn du das schon so sagst, sage ich 2,4. Ich sag 2 Liter. Ja, erstmal gucken, dass wir die Schraube nicht abreißen. Ich liebe auch immer diese Opel-Ölwanne. Weil da ist halt. Ein so ein Fob, ne? Geil wäre jetzt, wenn gar nichts mehr rauskommt. Nein, also. Oh. Aber schon gut schwarz. Dafür, dass man da so viel drauf gibt. Ist bei dir Literanzeige auf deiner Seite? Ja.
Alter, was ist denn das? 15 bis 40? Nee, 10. Hab ich raufgekippt. 10er Sonnenblume. Ja, ich sage euch, der Strahl wird weniger. Mhm. Brutal, Alter. Ich blende auf jeden Fall die normale Füllmenge dann ins Video ein. Krieg ich doch bestimmt über 4, oder nicht? 2 Liter, also ich sag schon 4,5, 5 wieder bekommen. Ja, aber erst auf der Autobahn einfach rausgegangen? Also jetzt nicht irgendwie 100, erst geklappert, gerupft? Nee, 140 Tempomat und dann war auf einmal so, als ob du Tempomat ausmachst, ne? Und dann war ich ausgekuppelt und dann war Drehzahl bei 0. Auf dem Rasthof raufgerollt und dann habe ich es nur gehört, wie er durchdreht. Wir werden nichts sagen, aber wir sind jetzt gerade genau bei knapp über 2. Ja, Fakt ist, also keine Ahnung, vielleicht kommen wir noch auf 2,2. Aber mehr ist er nicht. Liegt aber auch daran, guck mal, man kann von hier schon den Ölsensor sehen. Der steckt hier von oben drin. Und die Ölwanne ist so flach da. Also da kann unmöglich viel mehr. Also mit ganz viel Hängen und Würgen kommen wir noch auf 2,1 Liter. Aber mehr wird da nicht zu holen sein. Ring, oh ja. Kleines Ölreservoir, ne? Also wenn du Öl brauchst, kannst du da nochmal kurz was abschöpfen. Ja, hol mal den Kanister nochmal, dass wir da nochmal. Alter. Ja, zumindest gammeln sie nicht fest, ne? Ja. Hatte ich so auch noch nicht. Aber egal, wir haben richtig Dichtmasse, ne? Richtige Ölsardine. Also leider schon mal Ventildeckeldichtung, Kopfdichtung. Ersten 10 Euro schon mal weg. Ersten 10 Euro schon mal weg. Also das Gute ist, meine Zahnrinne ist immer, wenn du die Kerze noch rauskriegst, sind auf jeden Fall keine Ventile ab. Weil dann ist die Kerze immer so zerdeppert. Ja, dass sie platt gedrückt Alter, ist, ne? Alter, ist die ölig. Ja, aber so jetzt, also wenn du es ölst, wenn du so sauber machst. Da haben wir jetzt halt den nächsten Punkt, ne? Eigentlich, wenn man so eine Kerze wieder Drahtbürste reinstecken, ne? Ich würde auch sagen, die kann Tim schön sauber schrubben. Ja, Bremsenreiniger, Drahtbürste, Abfahrt. Ich sage, wenn wir hier fertig sind, der macht noch locker 100.000. Ja, vor allen Dingen, man sieht ja auch so schon an den Kerzen. An sich gar nicht mal schlecht. Nee, aber die ganze Verfärbung von der Keramik auch schon so ein bisschen, also die sind schon ein paar, die sind schon länger so ölig. Ja gut, der wird ja aber auch nicht geschont worden sein auf der Autobahn, ne? Der wird ja schon immer das gekriegt haben, was er braucht. 140, ne? Keine Rennstrecke, ja, Rentnerfahrzeug. Das Gute ist schon mal, Kerzen sind noch alle da, ein bisschen Budget gespart. Dann kommen wir erstmal als erstes hier Ansaugung raus und Ventil geht runter. Dann schon weiter. So, wie geht der Luftfilter hier raus? So, zack. Jetzt so eine K&N-Matte, die wäre es jetzt gewesen hier, ne? Ja, vor allem ein krass großes Luftfilterelement, ne? Ja. Das ist hier von der Größe her so TTS, ja, und bei VW Audi. Soll ich hier einen Bohrer gleich holen? Mal gleich. Meinst du ein kleines Fenster reinmachen für ein bisschen Einsaufgeräusche? Voll top gepflegt von dir. Alter, ich habe das Ding ganze 14 Tage, oder nicht, ein bisschen mehr wie 14 Tage gefahren. Ja, waren 14 Tage Zeit, Ventile gedichtet, guck mal. Das ist, wenn man zu faul ist, eine Knarre zu nehmen. Mhm. Praktisch an dem Video ist auf jeden Fall, dass Tim sehen kann, wie am liebsten das Material gefilmt ist. Wir kommen ja hier überall wirklich prima dran. Hinterher den Riemen drauflegen und so. Erste Etappenziel, Ventildecke ist ab. Ja. Nockenwellen sind raus, bisher haben wir eigentlich nichts gefunden. Außer, dass wirklich alles ölig ist, was nur irgendwie ölig sein kann. Ein wenig. Aber es ist zumindest jetzt nicht irgendwie so, dass die ganzen, dass hier alles hydromäßig offen steht. Also das sieht eigentlich ja, ganz in Ordnung aus. Für mich stehen auch alle gleich, ne? Wirklich. 1 zu 1. Ja, das ist ja. Die klemmen wir mal so ein bisschen. Aber Nocken sehen für so ein Opel-Ding schon gerecht. Die sehen echt gut aus noch, ne? Nee, ich meinte jetzt gar nicht vom Aussehen her, sondern eher so, wie ein Fett der Nocken so ist. Aber das kann auch immer irritieren, weil der Grundkreis relativ groß ist. Ja, der ist echt groß. Viel Hub haben sie nicht. Sag mal lieber die Spitzen, wie sehen die aus? Alle ein bisschen Kammspur, aber geht noch. Ist jetzt nicht allzu schlecht. Auf dem Einlass sehen wir hier auf jeden Fall da hängen die Ventile. Da sieht man, dass die Hydros deutlich weiter drin stehen. Das heißt, das Ventil kommt nicht mehr ganz hoch. Ja, da ist auf jeden Fall. So, die anderen drei sehen eigentlich in Ordnung aus. Schlagschrauber, sympathisch, wie immer. Es ist auf jeden Fall. Kriegen die nicht viel. Ja. Warte, warte. Genau, das war der, den ich vorhin. Gib mal einen Schraubendreher. Gib mal da einen Schraubendreher. Hab doch jetzt. Ja, du kommst aber innen nicht ran. Geht auch gar nicht. Was machst du denn da? So, jetzt. So, dann. Oder Junge, ist das eine Ansauggucke, Alter. Da können wir einen Ladungskühler reinschrauben. Gleich einmal drehen hier. Die beiden. Alter, das Ding ist echt hier. Ja, also ich hätte auch gesagt, zweimal Einlass tatsächlich nur. Ja. In Anführungsstrichen. Und alle Auslass. Und alle Auslass. Aber nichts eingeschlagen, aber er hat leider eine organische Dichtung. Ne?
Oh, steht doch mal ein bisschen Öl im Brennraum auch, ne? So, jetzt gucken wir mal, was hier alles aufgesetzt hat. Ja, aber hier. Da. Ja, das ist auch der, wo die Einlassventile. Genau. Schön. So, also, können wir da mal ein bisschen wischen? Also man sieht tatsächlich, dass, wo sie aufgesetzt haben, weil hier tatsächlich Auslass gar nichts aufgesetzt, hier muss ein ganz bisschen Einlass, ne? Ja, andersrum, das ist Auslass. Auslass, sorry, Einlass gar nichts. Ja, je nachdem halt, wo, ja, in welcher Position der Riemen halt gerissen hat, ne? Da? Ist. Ja, und dann ist halt bei 140 noch ein bisschen weiter gedreht, ne? Ja, auch, jo, ja, auch schön. Auslass. So, also die Zylinder sehen aus, da könnte man sich auch drin schminken, ne? Also immerhin keine Riefen, aber die sind mal blank poliert, ne? Was? Da ist ja gar kein hohes Bild mehr. Deswegen lässt er sich auch so einfach drehen. Siehst du das? Oh, jo, Alter. Brutal. Da ganz unten kommt noch ein bisschen. Doch, da ist noch. Ein ganz bisschen, nee, kommt noch, aber. Doch nicht, war eine Riefe. Ja, hier, da siehst du es. Also Riefen geht eigentlich, aber krass glatt poliert. Sicher, dass er nicht eher 500 hat oder so? So, hier sieht man jetzt nochmal schön. Ja, da nehmen wir noch mehr. Das ist fast mal besser. Also Auslass. Und da hat er den Einlass nochmal kurz drauf gewitscht. Was hast du, Ventile richten oder neu? Ja, nee, ich glaube, also klar, wir bauen sie erstmal aus, ne? Gucken wir sie uns an. Ja, die Einlassventile können wir direkt wegwerfen. Die sind richtig Fritte. Wobei Einlassventil, ja, müssen wir mal gucken, was die Ventile kosten und dann mal eine sinnvolle Sache daraus machen, ne? Also 8 Auslassventile sind im Budget von 100 Euro auf jeden Fall nicht drin. Ja, nee, wenn, machen wir eh nur die krumm sind, also. Ja, aber Auslass sind ja alle 8. Ja. Außer es sind alle 8. Ich würde sagen, als nächstes einmal ab an den Rechner und gucken, was die Sachen kosten. Haben wir echt so ein Ventil auf der Drehbank gerade mal? Gerade ein Auslassventil? Ich habe gestern Nacht noch von geträumt, er spannt die Dinger ein und zieht die Ja, rein. Ich weiß, keine Ahnung. Ich ja, weiß wir, nicht. Wir nehmen mal eins raus und gucken. Jo. Würde ich sagen. Ne? Ja. Testen wir mal. Zweiter Tag. Neuer Tag, neues Glück. Wir bauen jetzt gerade die Ventile aus. Und normalerweise gibt es dafür ja dieses Werkzeug. Ja, beim 16V haben wir halt das Problem, dass hier noch der Ansaugkrümmer und der Abgaskrümmer dran ist. Das heißt, wir kommen jetzt mit diesem Werkzeug nicht an unsere Ventile. Das ist ein Trick, das habe ich früher eigentlich immer so gemacht, als ich das Werkzeug noch nicht hatte. Man nimmt sich einfach in dem Fall eine 17er Nuss und da füttert den Kopf, dass die Ventile nicht nach unten raus können. Legt diese Nuss auf den Ventilteller und dann mit einem beherzten Schlag kommt der Ventilkeil raus. Der zweite steckt jetzt noch drin. Der müsste jetzt eigentlich mit einem Zweitschlag auch kommen. Das ist der zweite. Ja, und jetzt kann man ganz einfach Ventilteller, Ventilfeder rausnehmen. Und so macht man das dann nach und nach. Andersrum wird dann noch mal ein bisschen komplizierter, der Einbau. Wir müssen ja immer gucken, ob wir überhaupt neue Auslassventile einbauen. Weil der Traum ist eigentlich, die Ventile zu richten auf der Drehbank und die irgendwie wieder gerade zu biegen. Dann kannst du richtig gut schlafen, wenn du das schaffst, ne? Ja, also wenn das funktioniert, dann werde ich nicht ein Ventil mehr neu kaufen. So, jetzt ist nur ein Keil weggeflogen. Ja, hier liegt er. Ja. Achso, der ist eben gerade schon weggeflogen, aber einer ist hier gerade auch irgendwo reingeflogen. Den müssen wir gleich suchen. Ja, nicht, dass wir da auch noch welche neu kaufen. Ja, das wäre bitter, Ventilkeile neu kaufen. Aber wir müssen auch schon fast meinen Luftfilterkasten neu kaufen. Ja, Florian hat sich da schon ein wenig verausgabt. Ich habe da eine Ablaufbohrung reingemacht. Das Doofe ist halt, man kann den Kopf auch nicht richtig hinlegen, weil der hat halt auch so eine fette Ansaugbrücke, ne? Also weiß ich nicht, was sich Opel dabei gedacht hat. Die hat bestimmt ein Volumen von 5 Liter oder so. Das war die Auslassseite. Ja, gut. Gut, das Ventil steht eigentlich gerade. Wobei, wie viel hat das Auto gelaufen? 240 sogar, hatte ich jetzt, glaube ich, gesehen. So Rußablagerung dafür. Eigentlich echt noch gut, ne? Ja, ich hätte jetzt auch mehr erwartet. Es geht echt also, noch. Ja gut, der hat ja auch immer Vollgas gekriegt, glaube ich, ne? Nee, immer nicht, aber häufig. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir die restlichen Einlassventile aus. Die heile sind, machen wir einmal schön sauber, ne? Genau. Und dann... Genau. Kann man übrigens auch prima, wenn man jetzt keine Drehbank hat, zum Beispiel prima mit einem Akkuschrauber und ein bisschen Schleifpapier oder... Ja, wir haben immer Schleifvlies genommen. Schleifvlies, genau. Ja, wir haben Schleifvlies genommen, ab in Akkuschrauber und einmal kurz rübergezogen. Da kriegt man die auch wunderbar wirklich wieder mit sauber. Ja, und da haben wir jetzt die Tatsache, also ich krieg's auch nicht rausgedrückt gerade, merke ich. Ist einmassiert? Ja. Okay, siehst du. Da müssen wir auch mal gucken, ob der Kopf nicht sogar einen weggekriegt hat. Jo. Boah, Alter. Das ist aber mal krumm hier, du. Ja, das ist
45 Grad Winkel. Und wenn man jetzt mal so genau guckt, dann ist es nicht nur in eine Richtung verbogen, ja, sondern im S verbogen. Also ich sehe da eigentlich wenig Hoffnung, dass wir die wieder gerade gebogen kriegen. Nee, ich glaube auch. Das also können wir bei denen komplett vergessen. So, ja. Wir haben jetzt hier einmal die 8 Auslassventile und die 8 Einlassventile. Also Auslassventile war uns von vornherein klar, da sind alle 8 krumm. Deswegen haben wir dadurch alle 8 bestellt. Haben einmal versucht, das Einlassventil wieder gerade zu biegen, aber keine Chance. Das biegt sich in alle Richtungen. Also ist halt auch krass, was denn da so im Motor los ist, ne? Ja. Also was so ein Kolben, wie so ein Kolben so ein Ventil krumm drückt. Also das... Ja, wie gesagt, ich bin aber auch echt erstaunt, dass in Anführungsstrichen so wenig kaputt ist. Ja, und auf dem Kolben hast du eigentlich nur einen Abdruck, ne? Ja, aber also auch nicht mal dolle, ne? Also ist ja nicht irgendwie, dass da jetzt irgendwas gebrochen ist oder eine richtig tiefe Kerbe drin ist oder ja, da ist einfach nur ein Abdruck drauf, ne? Ja, und wenn du überlegst, bei 140 ist das Ding auch schon mal 4,5 oder so. Ja. Da massiert das da ordentlich, ja, wenn du bei 140 da erstmal noch eine halbe Minute stehen lässt. Einlassventile sind nicht lieferbar, ne? Ja, genau. Über einen Großhändler. Ob ich mal meinen kleinen Teile-Dealer hier anrufe und frage, ob der die liefern kann? Ja, das wäre ja perfekt, ne? Ich frag mal nach. Hast du irgendwie... Schlüsselnummer habe ich, oder? Schlüsselnummer? Sag ich dir sofort. Ja, Florian hier, grüß dich. Ich habe hier ein Opel Vectra mit der Schlüsselnummer 0039 946. Jetzt lach nicht. Richtig, ein 2 Liter. Momentan ohne Kompression. Wir haben da leider so ein kleines Problem mit dem Zahnriemen. Wir brauchen für das Auto 2 Einlassventile. Kommt ihr da ran? Also Auslass sind alle krumm, die haben wir schon neu. Aber Einlass sind leider auch 2 krumm und wir haben versucht, die gerade zu biegen, aber das funktioniert leider nicht. Morgen habt ihr die da. Alter, geil. Perfekt, dann läuft das Auto ja übermorgen. Also Tim, hast Glück. 2 ja, Einlassventile sind morgen da. Also wir machen auch nur 2 Einlassventile. ja, alles klar, ich danke dir. Bis dann. Ciao. Tim hatte die übrigens schon sauber gemacht. Also die sehen dann wirklich, bis auf so ein paar Ablagerungen, wirklich wieder aus wie neu, ne? Ja, also, brutal. Also ich wusste auch nicht, warum man sowas neu machen sollte. Dann wird das ein bisschen eingeschliffen und dann funktioniert das dann wieder. Ja, mega. Total, Alter. Kopfplan bei Widerstand. Am Ventilsitz sieht man eigentlich ganz gut, wie er jetzt ringsrum einmal getragen hat. Wenn man sich dagegen ein neues Ventil anguckt, das glänzt noch komplett und das eingeschliffene Ventil, ja, ist matt. Nur man sollte die dann markieren und wieder wirklich da einbauen, wo man sie auch eingeschliffen hat. Und der Ventilsitz sieht man jetzt auch einen schönen Unterschied. Also wenn der Ventilsitz dann einmal ringsherum schön sauber ist, dann weiß man eigentlich, dass das Ventil relativ gut trägt. Ne, wenn man sich jetzt einen uneingeschliffenen Sitz anguckt, dann sieht man da schon den Unterschied. Ja. Dass da Rußablagerung und sowas. Ja, also ich würde sagen, pro Ventil wird das jetzt ungefähr so reichen. Das Problem ist, das Auto hat danach nicht ein PS mehr. Alles nur für Serienleistung. Ja, ich habe ja schon gesagt, bei Bilas gibt es ein Turbo-Kit für. Aber da hat Wehmeyer ja schon verkündet, dass wenn wir das machen sollten, er alle seine Sachen packt und nie wieder kommt. Nicht nur Wehmeyer. So Flo, mal wieder ein neuer Tag, neues Glück. Willst du? Ja. Gerade dabei, die Ventilkeile wieder einzusetzen und jeder, der das schon mal gemacht hat, Alter, es ist eine Arbeit und jeder, der das schon mal gemacht hat, also ich raste, ich weiß nicht, vielleicht gibt es von euch da den einen oder anderen, der da einen Tipp hat, aber ich raste dabei immer richtig aus, einfach die Hölle, dann hat man einen drin, dann rutscht der zweite wieder raus, wirklich eine Arbeit, wo keiner Bock drauf hat. Scheiße. Ja, und dann hat das Ding auch wieder Kompensation, Kompression. Es ist ja auch eigentlich nur ein drin rumstochern und irgendwie liegt es dann zufällig mal richtig. Irgendwann drehe ich hier noch durch. Ich komme mir vor wie der letzte Dulli, wenn ich das mache, ehrlich. So, mach mal langsam hoch. Nee, gut, nicht so weit runter, nicht so weit runter. Hoch, gut, Stück runter, 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 runter und hoch, hoch, nee, runter. Hoch, drin. Brutal. Junge, 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 Junge. Alter, dieser Drecks-Keil. Wirklich, gleich platzt mir der Arsch. Ja, jetzt komme ich wieder mit diesem Drecks-Schraubendreher nicht richtig ran. Nichts machen. Hm? Atmen darf ich aber noch, Flo, ja. Pass auf, wenn von dir noch irgendwas kommt, der Opel ist aus, geht nicht mehr, ist kaputt, werde ich dich direkt blockieren. Hoch. Wir wechseln mal kurz die Taktik.
weiß nicht, erst ist der Magnet zu stark, dann ist er zu schwach. Nee, wirklich, diese Keile trotzen auch der Schwerkraft da drin, habe ich das Gefühl. Ja, es ist dann immer, weil der Winkel nicht hundertprozentig stimmt, ne? Weil der nicht gerade auf den Teller aufliegt. Ja, das ist auch... es funktioniert, ja, ne? Ja, ja, wieder Spezialwerkzeug von eBay hier. Ich glaube, das haben schon ein paar härtere Ventilfedern gesehen, wenn ich mir das so angucke. Runter wieder. Aber ist drin, ne? Nee. Ja, doch! Okay, hat sich langsam rübergewandert. Ja, der ist rübergewandert. Ich habe auch nicht drauf geachtet. 2000 Jahre später. Dann machen wir mal weiter, Flo, ne? Ja, ich habe keine Lust. Ich auch nicht so sehr. Aber irgendwie müssen wir das ja machen, letzte Woche war besser, ne? Ja, irgendwie schon. Also langsam dauert es mir auch ein bisschen zu lange hier. Und wenn ich jetzt hier schon so diese polierte Laufbahn sehe, dann habe ich da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Aber machen wir das Beste draus, ne? Ja, auf jeden Fall. Wird schon laufen. Ja, krass, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass ein Block eine Nullnummer hat. Wenn man diese Dichtung, großen Dichtungsreste mal so ein bisschen im Kühlwasserkanal drücken. Geil. Aber ich sage, die Dichtung ist noch nicht alt gewesen. Nee, wie gesagt, also die sah halt echt noch ganz neu aus. Der hat wohl eine neue Dichtung bekommen. Es ging auch wirklich hier so. Normalerweise klebt das ja wirklich heftig fest. Aber es war wirklich... Die Fläche auf dem Kopf, so wie jetzt hier auch auf dem Block, sieht ja auch echt nicht schlecht aus, ne? Also, da ist nichts eingegammelt so dolle. Der hat schon mal eine neue Kopfdichtung bekommen, würde ich behaupten. Weil das sieht jetzt so schon fast brauchbar aus, ne? Ja, definitiv. Ja, wir haben leider Lappenmangelware. Immer ein bisschen Klopapier. Reicht für den Wegfahrer. Ja. Dazu. Ja, der ist weg. So die Tiefen des Wegfahrerintriebs. Ja, hast du schon. Oh Mann, hab ich sie? Aber die hält jetzt da am Rohr. Die kannst du drin lassen. Nee, die brauche ich ja. Guck doch weiter. Den hol ich doch da raus. Ja, ich komme da nicht hin. Wo denn? Da oben links. Ach so, wo war jetzt das Problem? Eins. So, jetzt bin ich drin. Boah, geil. Und? Die neuen sind sogar, ja, die sind minimal kürzer. Die neuen sind kürzer als die alten. 116,93. Ja, 116,9. Das heißt aber, die haben sich doch hier gesehen. Genau, also ich kann mal leider doch nicht die alten Kopfschrauben nehmen, Flo. Nee. Ich denke mal, das ist auch nicht wert, ne? Weil was haben die Kopfschrauben gekostet? Ich weiß es nicht, die waren auf jeden Fall nicht teuer. Ich glaube 13 Euro oder so. Ja, klar ist es nicht viel, was sie sich gelenkt haben, aber ich würde mal behaupten, das jetzt zu riskieren. Ich habe jetzt keine Lust, dass wir nächste Woche nochmal von vorne anfangen dürfen. Nicht. Du kommst hier auch nicht mehr rein. Ja, lass mal hier erstmal jetzt hier Vierzylinder zusammen, bevor wir... Das ist auch nicht immer sympathischer, wirklich. Ich baue gleich diese ganze Haube ab. Seemeyer wird jetzt erstmal so ein bisschen im Grenzer halten. Ja, genau. Noch mal so ein bisschen. So, was haben wir jetzt als erste Stufe? 25. 25 Newtonmeter, danach 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad und 15. Ah, ich glaube, es waren 91. Scheiße. Müssen wir wieder zerlegen hier. Ich habe von hier aus auf die 89 aus. Du machst da schon nicht den Kaffee drauf. Machst du mir auch einen? Klar. Willst du noch ein Brötchen, weil wir noch ein Brötchen schmieren? Bin ich aber gespannt, ob dich die Deutsche Bahn nach Hause fährt oder ob er weg kann. Ja, ich hoffe, ich mache auf jeden Fall, sobald das Auto den Hof verlässt, mache ich auf jeden Fall Handy aus. Ich hasse Silikonparty. So, und das ist immer das. Guck mal, so sehe ich aus nach zwei Lagerböcken rankleben. Ja, so, wenn ich jetzt überlege, hier kleb und dicht, Alter. Der macht eine ganze Stoßstange, zieht da eine Naht. Ich würde an der Stoßstange festkleben danach. Geht scheiße aufzulegen, sagst du? Ja. Es gibt ja auch mit Sicherheit ein Navigierwerkzeug. Aber das müsste man ja kaufen. So wäre ich jetzt unten zufriedenstellend auf OT. Das passt ja auch ungefähr. Das passt, wenn du so guckst. Da ist die Markierung. Mhm. Das passt. Kennt ihr das, wenn man eigentlich so eine dritte Hand braucht? Mhm. Aber die dritte Hand mit Kamera daneben steht. Ja, genau. Ne? Wo soll ich ihn anfassen? Ja, nee, wenn du mit anfässt, dann ist das so, als wenn drei Leute loslassen. Ja.
Wollen wir gleich einen Hammer nehmen, Flo? Nee, das machen wir in einer halben Stunde, wenn wir das erste Mal gestartet haben und alles undicht ist. So, dann spannen wir einmal den Riemen. So, wollen wir mal durchdrehen? Ja, würde ich sagen, Flo, ne? Also, Kerzen hast du raus, ne? Ja, genau, Kerzen sind alle raus. Also unten Markierung passt. Und oben passt auch. Oben die Markierungen passen auch. Oh! Zornig. Ist auf jeden Fall jemand zu Hause. Lässt sich das schön durchdrehen. Aber das sieht doch gut aus. So, so. Kurbelwelle. Sieht auch gut aus. Was meinst du, Flo? Wird's was? Ich hoffe es. Ist mir aber auch egal, ob es was wird, weil ich schiebe den Schrotthaufen heute raus. Ah. Und mal gucken, ob wir hier alles richtig gemacht haben. So, und zünd mal durch den Eimer. Das hatten wir irgendwie letzte Woche schon mal, ne? Nee. Oh, oh, oi! Ja, es sind aber nur drei, ne? Wir warten mal, vielleicht kommt der vierte noch dazu. Wollen wir mal ein bisschen Sound hören? Ja, ja, da sind doch alle. Aber bist du viel? Ich muss nicht mehr Bahn fahren. Hoffen wir, es auch lange hält. Ich denke auch, läuft relativ ruhig auch, ne? Ja, und genauso wie wir vorher auch, ne? Läuft doch. Ja. So, verpiss dich mit der Bimmel hier. Philipp hat übrigens keine Zeit gehabt, deswegen beenden wir die ganze Nummer hier. Damit wir behaupten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Cringe. Einfach wieder drauf. Stopp-Video ist natürlich noch nicht ganz vorbei, auch wenn ich die Abmoderation cool fand. Aber ich muss auch kurz was sagen. Ich wäre wirklich gerne dabei gewesen, wie ihr das Ding zusammenbaut. Aber die letzten Wochen, ihr habt es mitbekommen, die Wette, Limo muss zusammengebaut werden. Ich war leider 24/7 und ständig hier am Schrauben. Da das Ganze ein Alltagsauto ist, wolltet ihr natürlich auch fertig werden. Deswegen finde ich es umso cooler, dass er das auch alleine hinbekommen hat und das Ding jetzt läuft. Das will ich mir jetzt allerdings mal anhören, wie er läuft. Wow. Wie waren jetzt so die ersten Meter? Funktioniert alles oder wie? Ah, das ist hier schon wieder, sehe ich schon wieder Tuning hier. Ja, die ist ein wenig defekt gewesen, als wir zusammengebaut haben. Das, die mochte Flo gar nicht so. Ja, ihr habt jetzt einfach ohne erstmal, ey. Ja, ja, muss ich mir noch eine neue kümmern hier. Lightweight. Aber zumindest ist alles auch wieder ein bisschen sauberer, ne? Ja, genau. Also soweit läuft da eigentlich ganz gut, motortechnisch zumindest. Hört sich auch gesund an. Ja, also Leistung ist da, ne? So, jetzt sind wir euch noch eine Abrechnung schuldig. Unser Plan war es ja eigentlich für 100 Euro dieses Auto wieder fahrbereit zu machen. Das hat natürlich nicht geklappt, weil wir brauchten natürlich Ventile. Die waren nicht mit eingeplant und somit war es ein bisschen teurer. Aber wir können ja trotzdem mal zusammenrechnen, was wir hier so hatten. Also, Zahnriemen 18,90 Euro. Dann leider 8 mal Auslassventil 12,49 Euro. Sind also 100, sind wir ungefähr, wir überschlagen das jetzt mal im Kopf, 120 Euro. Das war geil. Zylinderkopfschrauben 8,91 Euro. Dafür haben wir sie neu gemacht. Ventildeckelabdichtung 7,20 Euro. Zweimal Wellendichtring 3,68 Euro. Zylinderkopfdichtung 12,78 Euro. Das heißt, wir waren bei 120 und 50 Euro sind 170 Euro. Und dann kommen noch dazu zwei Einlassventile, wo ihr noch angerufen hattet. Die kamen zusammen 30 Euro. 30 Euro, sind wir bei 210 Euro. 210 Euro. So, das heißt, für 210 Euro haben wir diesen Prachtlachs wieder fahrbereit gemacht. Ich denke, diese 200 Euro war es definitiv wert. Meistens denkt man bei so einer Reparatur immer gleich an 1000 Euro wegschmeißen, auf keinen Fall. Weil, ja, ich glaube, man sollte schon mittlerweile mal so ein bisschen die alten Autos, gerade jetzt mit dem Verbrennerverbot, das vor der Tür steht, vielleicht die eine oder andere Reparatur doch nochmal überdenken und unsere alten Schätze ein bisschen pflegen und lieben. Ne? Weil die 200 Euro war es wert. Tim muss jetzt wieder nicht mehr Bahn fahren, kann jetzt endlich wieder Auto fahren. Bin mal gespannt, wie euch das Video gefallen hat. Ich habe es mir gerade angeschaut.
Ich finde es witzig. Man sieht einfach, wie viel Spaß ihr beim Schrauben hattet. Man sieht, welche Leidenschaft Flo für so alte Autos hat. Deswegen, ja, danke fürs Zuschauen. Danke an euch beiden fürs Schrauben. Jetzt läuft die Kiste wieder. In diesem Sinne, beim nächsten Mal bin ich wieder mehr dabei. Limo läuft jetzt nämlich. Let's go. Tschüss und bis zum nächsten Mal.